Willkommen zurück auf dem Kanal. Heute geht es weiter mit der Europäischen Klavierschule, Band 1. Und zwar sind wir schon auf Seite inzwischen 65. C'est le roi d'Agobert, ein französisches Kinderlied aus Frankreich. Na klar. Und ich habe übrigens, ich erwähne es öfter schon mal, die alte Version von dieser Schule, da ist der Text drin zum Mitsingen. Allerdings nur auf Französisch. Auf Französisch, wenn man Französisch nicht kann, und das kann, gibt ja Kinder, die können kein Französisch, dann muss man es halt nicht mitsingen. Oder jemand, der Französisch kann in der Familie, man kann es dann ja mitsingen und den aussprechenden Text und entsprechend den Kindern auch sagen, worum es geht. Ich glaube, aber ich bin mir nicht sicher, aber ich glaube inzwischen bei der neuer aufgelegten Ausgabe, die demnächst auch hier im Unterricht auftauchen wird, weil ich kann nicht mehr mit der uralten Ausgabe, dann kommen die ganzen, stimmen die ganzen Zahlen hier, stimmen und so, dann ist, glaube ich, sogar deutscher Text dabei. Wenn nicht, dann weiß ich es auch nicht. Habe ich irgendwie neulich mal beim Schüler gesehen, da war schon deutscher Text. Aber sonst kann ich auch übersetzen. Es geht hier um ein Kinderlied, soweit ich weiß, ein französisches Volkslied. Und das spiele ich jetzt mal vor. Aber interessant daran ist, ganz wichtig mal, dass man das nochmal sieht. Also wir hatten ja vorher schon hier die Hände beide auf D- und Achtelnoten und überhaupt so sind jetzt schon in dieser, ne, relativ weit gekommen in der Klavierschule. Seite 65. Hier soll man nämlich, da haben Sie das gesehen? Sieht man hier vorne, ne? Was ist denn das? Sieht man? Da, wo der Bleistift hin zeigt. Herr Vaso, das ist ein Kreuzvorzeichen. Genau. Wenn das auf der F-Linie, die oberste F-Linie, ne? E, G, H, D, F. Wenn auf der F-Linie ein Kreuzvorzeichen ganz vorne hingeschrieben wird, bedeutet das, sämtliche Fs, die in einem Stück vorkommen, sind Fisse, sind gar nicht mehr F, die werden als Fis gespielt, schwarze Taste Fis. Links genauso, links Bassschlüssel, ne? F-Linie, A, F, D, H, G, die F-Linie kriegt hier ein Kreuz von, also ganz am Anfang hingeschrieben, diese ganz am Anfang Vorzeichen gelten immer. Das ganze Stück, da muss man im Stück gar nichts mehr hinschreiben, aber mal ein gutes Beispiel, wo mal so ein F auftaucht, haben wir gar nicht, ne? Oh Mann. Jedenfalls, wenn hier irgendwo einer ein F verkomponiert hätte, dann müsste man da auch dann ein Fis spielen. Witzigerweise ist das, ich sehe, bin ich jetzt irgendwie, habe ich, da ist gar kein F. Die ganze Zeit wird das F umgangen. Das ist ja krass, fällt mir gerade auf. Und trotzdem ist vorne richtigerweise, weil es ja, das Stück steht in G-Dur, nur für die, die schon ein bisschen Musik können, G-Dur hat als Vorzeichen immer das Kreuz. Fis, in dem Fall. Ne? Erst das Kreuzvorzeichen Fis, ja doch Fis, aber für G-Dur. Jo. Und dann muss man natürlich irgendwann mal auch ein F komponieren, du Komponist. Hatte aber nicht, diese Menschen, die das komponiert haben, haben tatsächlich F-los dieses G-Dur-Stück komponiert. Das ist ja auch mal interessant. Nur als Info, und übrigens, ich lasse das mal so weggeklappt stehen, weil hier steht Hirtenlied, das ist so ein Weihnachtslied. Was soll das bedeuten? Es tagelt ja schon, ne, das ist ja mit dem Stern und dem Bethlehem und den ganzen. Falsche Saison, ne? Ist bald Ostern, man kann Weihnachtslieder spielen. Also, es geht los. 6 Achteltakt vorneweg. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Auf 1 und auf 4 wird so ein bisschen betont. Auf 1 etwas mehr als auf 4, aber ja, ihr werdet es gleich sehen. Schade, nein, nicht so schlimm. Wisst ihr, habt ihr das gemerkt, dass an einer Stelle das Stück quasi aufgehört hat, mittendrin war auf einmal irgendwie so eine Art, war so wie Schluss. Ne? Das nennt man eine Fermate. An der Stelle hat der Komponist, die Komponistin gesagt, hier bitte mal pausieren, solange wie du, klavierspielender Mensch, das möchtest. Kannst du länger, kannst du nicht so lange, mach mal so übertrieben, wie ich gerade ein bisschen übertrieben habe. Das, ich zeige mal von oben, das ist das hier, ne? Das Teil. Seht ihr das? Wie da kann man da nicht rangehen, bis es nicht mehr geht? Boah, jetzt wird schon gleich, ist das zu dicht, ne? Hier, da. Dieses Teil ist eine Fermate. Das heißt, das Zeichen bedeutet so lange halten, wie du willst. Und dann ganz viele meine Schüler immer so, ehrlich, so lange wie ich will? Dann
dann weiß ich schon, was kommt. Dann ja, ich sag, mach mal, dann spielen wir so. Genau, also die meinen, es gibt so immer noch, ne? Es gibt Schüler, die halten dann so lange, wie sie wollen. Und dann gucken sie einen dann so an. Dann gibt so Menschen, total cool. Junge Menschen, die gucken einen dann so an. Und dann, wenn der Ton weg ist, dann sage ich aber, ey, jetzt ist der Ton weg, da hast du jetzt verpennt, da hättest du jetzt weiterspielen müssen. Du kannst, wenn der Ton nicht mehr zu hören ist, dann ist es. Dann musst du schon weiterspielen. Also so lange wie du willst, ja, aber der Ton muss natürlich einen Ton geben. Ohne Ton keine Musik. Und also dann, sobald der Ton abreißt oder nicht mehr klingt, ne, also wenn du hier unten gespielt hättest den Ton, ich sage mal hier um so eine. Der klingt dann, kann man mal auf die Uhr gucken, das dauert dann 30 Sekunden, 35 Sekunden. Und dann ist er erst vorbei. Also wenn so viele große, lange Saiten. Töne hier im Subkontrabereich und die schwingen und schwingen und schwingen und schwingen und schwingen. Da ist extra mal ein bisschen das Pedal drauf, sieht man von da nicht so. Und damit das überhaupt schwingen kann. Wieso ist das überhaupt so? Wieso kann der Fuß hält das alles jetzt? Hä? Die Finger sind doch gar nicht mehr. Wieso hört man den Ton noch? Die meisten, die Klavier spielen können, wissen, dass durch den rechten Fuß drückt man aufs rechte Pedal und alle Dämpfer im Flügel oder am Klavier, die werden auf einen Schlag angehoben und alle Saiten können schwingen. Sämtliche, alle 88 Tasten könnten jetzt schwingen. Ich höre nur noch. Also für eine Fermate wäre es natürlich perfekt, wenn man so lange, wie es unbedingt gehen muss, halten will, dass man laute, tiefe Töne dazu anschlägt. Dann schwingt es. Ich höre es immer noch. Ja, ich bin ja auch relativ nah dran mit dem Ohr jetzt, ne, an den Seiten. Wenn ich noch so weiter rede, dann hört man meine Stimme. Durch meine Stimme kann ich durch die Saiten auch zum Schwingen bringen, oder wenn ich klatsche. Ne? Hört man. Ich nehme meinen Fuß weg. Und sofort ist still. Ich komme manchmal so ein bisschen vom Thema ab. Kennt mich ja schon länger jetzt, wenn man ein paar Videos gesehen hat. Das ist aber auch in den Klavierstunden so. Dann komme ich von der einen Sache auf die andere Sache und dann erkläre ich euch mal, was eine Fermate ist und wie der Flügel funktioniert mit dem Pedal, alles zusammen. Zurück zu dem Thema Fermate. Es ist zwar so, dass man das so lange halten kann, wie Mann, wie Frau, wie Mensch das möchte, aber es macht natürlich Sinn, das nur so lange zu machen, dass die Musik nicht kaputt geht dadurch. Dass man nicht so lange hält, dass man auf einmal, ne, dass das Stück einfach ruiniert ist. Die Zuschauer haben das eben noch gehört, du spielst schön Ciel le Roi Dagobert vor und was passiert? Du machst deine Fermate, übertreibst es maßlos, die stehen auf, gehen nach Hause. Und du sitzt immer noch da und hältst deine Finger, ich hätte ja so lange halten, wie ich will. Genau. Und alle sind schon nach Hause gegangen, ja, lass den noch da sitzen mit seiner ewig, ewig langen Fermate. Puh, tschüss. Ne, da hat man dann selber Schuld, wenn das Publikum nach Hause geht, während man dann noch die Fermate hält, so ganz stolz. Ne, das nur an die übertreibenden Klavierschüler von mir, die gerne die Fermaten so lange halten, bis man nichts mehr hört. Also man sagt so als Faustregel, so lange wie es da steht, plus noch im eigenen Messen so ein bisschen was obendrauf. So nach Gefühl. Ne? Hier hast du eine Viertelnote als Fermate. Mal zeigen, Viertelnote mit Fermate. Kann man ja mal eine halbe draus machen insgesamt oder vielleicht eine punktierte. Also ich mache nochmal vor, dann hört man selber zu, wie lange hält der in der Vase das. Ich spiele die zweite Zeile mit Auftakt und dann mit Fermate achtet man drauf. Ungefähr so, ne? Und das war jetzt ein bisschen länger und noch ein bisschen, dann hat er schon weitergespielt. Aber es war nicht. Zählt mal mit. 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Das war es nämlich nicht, ne? Also ich habe mit Sicherheit nicht jetzt 2, 3 ganze volle lange Takte da diesen Ton gehalten. Psst. Dann macht man es wirklich, dann ruiniert man das Stück und hat es dann echt maßlos übertrieben.
Nur weil man durfte. Ne? Du darfst so lange halten, wie du willst. Ja? Also solange, wie es musikalisch sinnvoll ist. Das ist vielleicht eine ganz gute Definition. Nicht so lange, wie man will, sondern solange, dass man die Musik nicht kaputt macht, die komponiert wurde. Und das Stück, an der Stelle gibt es so eine Zäsur, sagt man da, ein deutsches Wort, dass man eine Pause einlegen darf, die dann aber auch musikalisch vertretbar sein sollte. Kurz zum nächsten Stück. Das könnte jetzt ein richtig kurzes Video werden, wenn ich jetzt abbrechen würde und ein neues. Wir machen das diesmal so. Ich mache das nicht mehr so ewig lang. Ich mache es jetzt mal ein bisschen kürzer. Ich weiß jetzt gar nicht, wie viele Minuten das jetzt waren. Und dann lieber in Ruhe. Die nächste Seite gibt es nämlich eine neue Position, Ende auf A und dann ein paar mehr Vorzeichen dazu und A-Dur und A-Moll und so. Das dauert dann doch wieder länger. Deswegen unterbreche ich jetzt hier mal. Habe ich schon den richtigen Knopf gefunden. Sagt Tschüss. Und beim nächsten Video kommt dann die nächste Seite hier. 66, 67. Bis dahin. Macht's gut. Tschüss.